willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Keine Zeit für Spritztouren. Natürlich ist es Zeit für Spritztouren. Immer. So. Danke fein. Und dann würde ich gern mal auf dieses Schiff hier gucken. Weil ich neugierig bin. Huch. Aha. Zu Recht neugierig. Das klappt nicht so ganz. Klettere einfach weiter. Nein. Hör auf, hier zu klettern. Geht's dir nicht ganz gut? So. Ist ja ätzend. So. Was haben wir denn? Oh. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge natürlich wieder einstecken. Natürlich. X, X, Y, 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 Z. Alles klar. Das sieht komplizierter aus. Irgendwie. Warum auch immer. Minus XYZ, das schließt sich aus. Und deswegen haben wir da nur XY. Ja, das ist klar. Okay, okay, okay. Ich hätte gern. Erstmal hätte ich gern XX. Wie kriege ich ein XX zusammen? XX. So. Jetzt brauche ich 2Y. Ja. Und jetzt brauche ich mehr Z. Aber eigentlich nur eins. Da geht mir aber ein Y flöten. Das geht nicht, weil es überladen ist. Okay, ich brauche noch ein X extra. Ich brauche noch ein X extra. Ich brauche noch ein X extra. Kriege ich denn jetzt noch ein X extra? Ich brauche ein X extra und ein Y weniger. Jetzt brauche ich noch ein Z extra. Das hier XY? Ich glaube, das ist XY, oder? Ja.
Brauche ich immer noch ein Z extra. Das heißt eigentlich die weg. Jetzt brauche ich ein X weniger. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Ich gebe mein Bestes, gar nicht so einfach. Finde ich gut. Okay. Vielleicht ist das gar nicht so schlau. Jetzt bräuchte ich noch ein Y mehr. Das geht nicht. Jetzt brauche ich noch zwei Y mehr. Das geht nicht. Katsching! War dann doch so einfach. Ich bin überrascht. In dieser Anordnung sollte genug elektrischer Strom durch die Platine fließen. Ja. Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Oh, dann können wir nämlich auch hier looten. Und das? Ein Sack. Okay. Ach, und dieses Rätsel jetzt nur für diese eine Kiste, die nicht mal wirklich wichtig ist? Das ist... ein bisschen schade. Ist hier oben noch was? Aber natürlich. Gut. Nee, ich spring einfach runter. So. Kurzer Blick aufs Kärtchen. Ach, da soll dann die nächste sein. Oh, oh. Das ist aber doof. Warum ist die nächste dort? Sollte ich das machen? Eigentlich wäre es gar nicht so schlimm. Obwohl, ich kann dann da wieder hinspringen. Ja, dann springen wir mal kurz dahin. So. Oh. Was willst denn du? Meint, es sei schon schlimm genug, dass der Baum des Lebens stirbt. Jetzt werden auch noch alle von Monstern gefressen. Aha. Die Späher haben ein Riesenmonster gesichtet, das hierher unterwegs ist. Sie sind alle so gut wie tot. Sehe ich anders. Sollten sie anfangen, ihre Gräber zu schaufeln? Oder vielleicht könntest du ja für sie das Monster bekämpfen. Ja, wie kann ich das Monster aufhalten? Meint, wenn das irgendjemand wüsste, wäre die Sache bereits erledigt. Viel Glück. Danke für diese umfangreichen Infos. Hoff, du bleibst noch etwas. Du musst das Monster nur vertreiben oder töten. Ganz einfach, oder? Gib jetzt nicht auf. Das Monster sollte bald hier sein. Wenn Leben auf dem Spiel stehen, werde ich helfen. Dank dir, weil du deine Haut riskierst. Na, aber gerne. Wo soll denn der sein? Oh, der ist schon da. Ah! Au! Aua! Aha, aha. Au, au, au.
Tja. Ich würde sagen, erledigt. Ist begeistert, dass du das Monster besiegt hast. Das war klasse toll. Ja, ich bin halt so klasse toll. Das ist halt einfach so. Ah, ich verstehe. Habe ich überhaupt das richtige Tier ausgewählt? Habe ich. Hallo. Du hast wohl einen neuen Freund gefunden. Kann man so sagen. Und zwar einen kräftigen. So, das war's auch schon. Ciao. Wohl. Bing. Top Hack. Ja, okay. Nebenquest abgeschlossen, der Glibbergleiter. Damit haben wir alle. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt getrost uns hier an die Arbeit machen. Ah ja. Lichterschrein geehrt. Banditenanführer, okay. Und hier haben wir Kleidernässer und Klingding? Irgend sowas. Ein Klingelding. Oh, und in diesem Becken besiegen wir dann den Pummelschnauber. Okay. Mit seinen drei Köpfen, wenn ich das so richtig sehe. Na, das wird interessant. Okay. Okay, kriegen wir hin. Da würde ich sagen, wir springen dorthin. Und da sind wir auch schon. Und die Nacht bricht herein. Mit einem sehr deftigen Turbomond. Ja. Wie dem auch sei. Ja, hier war ich ja schon. Nein, nein. Will ich da gar nicht. So. Einfach nur darüber. Was? Du willst mich doch verarschen. Hier draußen ist das stockduster. Frech. Einfach nur frech. Nun gut. Ich will da oben hin. Gut geparkt. Hallo, ihr lieben Leute. Ah, das dürfte die Festungsdingens sein. Ja, wir gehen aber erstmal nach Plan da hoch. Ah. Das nehmen wir mit. Aha. Okay, nur hier nicht zugeeist. Interessant. Wundervoll. Und ich bekomme genau nichts. Alles in Ordnung. Und da ist das nächste. Okay, ich verstehe. Wir gehen aber erstmal darüber. In das nette kleine Städtchen. Schauen mal, was da los ist und danach hier runter. Und dann kommt auch schon der Pummelschnauber. So. Wir sind bei auch 100 pro Kreuzweg wieder unnette. Könntest du dir eine Fahrgelegenheit besorgen? Aha. Gewicht für dich und die Welt. Das ist in Ordnung. Meine Handlungen dürfen Gewicht haben.
Na, schau mal einer an. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Summt. Verkabelt und einsatzbereit. Das sollte deine Beine schützen. Okay, oh, das ist ja mal sowas von schlecht. Das ist sowas von genauso schlecht. Und der ebenso. Und die auch. Obwohl es ganz nett aussieht. Ja, alles nicht zu gebrauchen. Ist egal. Wo? Da. Das hat wehgetan. Ja, Ratten. Ihr seid des Daudes. Daud seid ihr, Daud. So. Komme ich da so einfach hoch? Ah, ja, da komme ich so einfach hoch. Huch, huch. So schnell wollte ich auch nicht. Muss schon bei jeder Etage mal gucken. Okay, ist auch nichts. Nein, 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 nein. Nee, so schnell. Mein kletterbegeisterter Freund. Okay. Und schon sind wir wieder draußen. Okay, hier ist nichts weiter. Hier muss ich landen. Aha, aha. Da oben gibt es auch nichts. Und hier gibt es nur ein Seil nach da drüben. Genieß die Dunkelheit, solange sie andauert. Ah. Habe ich nicht gesehen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall nichts weiter. Also kein weiteres... Huch. Gebäude. Die restlichen Gebäude sind alle auf der anderen Seite. Okay, okay. Dann... Hui! Ja, schön hier zu sein oder so ähnlich. Toll. Bin jetzt los. Wer hat mich jetzt bitte gesehen? Ach, der da. Okay. Ja, gönn dir das mal. Ich mache in der Zeit mal hier weiter. Muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass ich da drüben aufs Dach kann. Schön. Ha. Nice. Das könntest du gut gebrauchen. Eventuell. War's schon? Ah, das erste Vieh ist tot. So weit kann ich nur auch nicht schießen. Reicht nicht. Komm ich denn nicht ran? Nö, auch nicht. Und du? Hm. Hier oben kann ich jetzt nicht mehr viel machen, ne? Ja. Bam, Treffer.
Oh shit. Bam! Au! Au, 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 au! Au! So. Hörst du all die Nachtgeräusche? Ja. Darauf solltest du gut aufpassen. Gut. Schauen wir uns mal hier unten um. Ein Kühlschrank. Ein Kühlerschrank. Mit kühlen Schrankmitteln. Okay, da ist eine Waschmaschine und da ist ein Seil. Okay, okay. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Natürlich. Sehr gut. Waschmaschine läuft. Du hast den Dreh raus. Sehr gut. Wo geht's hier hin? Aha. Ah, du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Mhm. Hallo, hallo? Jetzt geh doch ran. Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Naja, ob die so veraltet ist, weiß ich nicht. Da könnte auch irgendein technisches Vieh dran sitzen an der Zentrale, an der Telefonzentrale. Wäre zumindest so mein Gedanke. Bei irgendwas Technisches versucht ja da immer eine Mitteilung rauszuhauen. Okay, sonst ist hier nichts. Auch nicht. Nachts wünscht man sich manchmal den Tag herbei. Wow. Bin immer wieder begeistert über seine Weisheiten. Das ist unglaublich. Okay, das war dann dieses Haus. Ah, halt. So, hier war ich doch, ne? Das ist doch das, wo dann auch das Seil ist. Ja, natürlich. Okay, ich bin nur von woanders reingegangen. Okay, okay, okay. Da drüben war ich. Da. Komme ich hier irgendwie rein? Nö. Da komme ich nicht wirklich rein. Da komme ich nur drauf, aber da ist auch nichts. Da komme ich dann wieder nur zu dem anderen Dach. Das ist eine Leckerfabrik, auch bekannt als Bäckwerk. Ach, das ist noch mal extra. Na super. Wie komme ich denn da rein? Ah ja. Dafür brauchst du einen Schlüssel. Wo bekomme ich den Schlüssel her? Boah. Hab böse geleckt. Ey, hast du einen Schlüssel? Strahlen. Ist das ein Strahl der Hoffnung? Kein Plan. Hallo. Na, so ein wie dich habe ich schon.
Station.